Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Aussaat, Pflanzen, Jungpflanzenanzucht im März 2022 ist das Thema von diesem Video. Ich stelle euch über 20 Gewächse vor, die wir in der Voranzucht haben und mit denen ihr auch ohne Probleme im März loslegen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Den Start macht unser Ingwer und die spezifischen Anzuchtvideos dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Optimaler Zeitpunkt für unseren Ingwer: eher Ende Januar, Anfang Februar, aber auch im März gar kein Problem, weiter Pflanzen vorzuziehen. Außerdem erstreckt sich die Anzucht manchmal wirklich über mehrere Wochen hinweg, wenn man so arbeitet wie ich, die Stückchen erstmal bewurzeln lässt und dann in einzelne Töpfe pflanzt. Ja, kommt immer wieder was dazu, wir sehen immer mal wieder neuen Austrieb, aber Ingwer auf jeden Fall noch eine lohnenswerte Geschichte, auch für den März, besonders wenn man ihn in Töpfen anbaut und die Chance hat, eben den Frost ein bisschen zu vermeiden, den wir dann im Freiland bekommen. Drinnen kann er noch ein klein wenig weiter wachsen und ausreifen im Töpfchen. Weiter geht's mit dem nächsten tropischen oder subtropischen Gewächs, der Süßkartoffel. Die ist nicht mit unserer heimischen Kartoffel verwandt, das hier ist ein Windengewächs. Wir haben zwei Möglichkeiten der Anzucht oder der Vermehrung. Zum einen mit dem Speicherorgan, der Knolle hier. Da müssen wir hoffen, dass dann ein Äuglein austreibt und wir da Triebe dran bekommen. Es gibt ja Videos oder Methoden, wo man die ganze hier nimmt, wo angeschnitten wird, wo nur ein Äuglein entfernt wird, wo sie über Wasser gehängt wird und so weiter. Also da könnt ihr euch einiges raussuchen. Die zweite Variante ist, wir können die Triebe, also vor allem im Herbst zum Beispiel, wenn wir noch intakte Triebe haben, in Wasser bewurzeln, so über den Winter vital halten und wenn der richtige Zeitpunkt für die Anzucht ist, einfach in Erde stecken und ja, sich über Pflanzen freuen. Natürlich können wir das auch hier mitmachen, also wenn wir hier mal Triebe haben, die auch in Wasser bewurzeln und ja, mit der Süßkartoffel auf keinen Fall zu spät anfangen. Sie verträgt keinen Frost, Pflanzzeit dementsprechend im Mai nach den Eisheiligen, aber allzu früh sollten wir damit auch nicht anfangen, denn dann bekommen wir Platzprobleme in unserer Anzucht. Es werden ja wirklich sehr ausladende und auch teilweise rankende Pflanzen. Weiter geht's mit Nummer 3. Da muss ich kurz was holen. Hier haben wir einmal Melinda's Original Habanero Pepper Sauce Mango und Bushman's Revenge Chili Sauce. Also es ja, dreht sich um Chili. Die Chili-Nerds oder Experten, die sehen die schon im Januar aus, teilweise auch schon im Dezember, spätestens dann im Februar. Geht aber auch noch im März hier bei uns im Hobbybereich. Ich habe dieses Jahr ja, um die 15 Chili-Sorten. Ich weiß, ich bin da wieder ein bisschen durchgedreht. Ich möchte mich aber ein bisschen ausprobieren, was die unterschiedlichen Geschmacksnuancen angeht. Und wenn man jetzt nicht hier Sorten wählt, die ja im oberen Scoville-Bereich sind, haben Chili auch definitiv einen schönen Eigengeschmack. Ich ziehe Chili sowie auch Paprika, das ist unsere nächste Nummer hier, in so kleinen Zimmergewächshäuschen vor oder ja, ehemaligen Süßigkeitenboxen. Drunter kommt eine Heizmatte. Und ganz wichtig, das hat sich jetzt schon mehrmals gezeigt und bestätigt, vorher ein bisschen mit Kamillentee behandeln, verbessert einfach die Keimfähigkeit und auch die Keimrate ist in der Regel dann höher im Vergleich zu den Samen ohne Kamillentee-Behandlung. Natürlich da nicht einen brühheißen Tee draufkippen, das sollte man nicht machen, dann geht das Saatgut kaputt. Aber dazu zum Kamillentee und zur Keimfähigkeit und so weiter auch ein kleines Video unten in die Beschreibung. Wir bleiben mal bei den Nachtschattengewächsen. Ja, da sind sie. Und machen weiter mit den Tomaten. Ich glaube, viel brauche ich zu den Tomaten nicht sagen. Da gibt es genug extra Videos dazu, zur Anzucht. Allerdings, was ziehe ich dieses Jahr vor? Dieses Jahr habe ich die Cleota Yellow und die Ochsenherz hier vom Garten Gemüsekiosk. Also ich habe es ein bisschen auf großfrüchtigere Sorten dieses Jahr abgesehen. Und dann spreche ich noch die Empfehlung aus, aufgrund vor allem des letzten Jahres, schaut, dass wenn ihr im Freiland anbaut, wirklich zwei, drei Freiland geeignete Sorten habt. Ansonsten kann es auch mal einen kompletten Erntefall ausgeben. Siehe letztes Jahr. Da kann ich die Cocktailtomate vom Garten Gemüsekiosk auch empfehlen. Die hat sich letztes Jahr bei mir im Garten wirklich hervorragend gemacht, obwohl die anderen Tomaten Braun- und Krautfäule hatten, auch nebendran standen. Die hat durchgehalten. Aber Tomaten jetzt im März, definitiv eine Anzuchtsache. Die glaubt wirklich ja keiner weiteren Erklärung bedarf. Weiteres Nachtschattengewächs an nächster Stelle. Physalis edulis oder Physalis peruviana. Eine meiner Spezialitäten könnte man sagen. Ich glaube, die Maui Physalis und die Bärstiche sind sehr bekannt mittlerweile hier in Garten-YouTube-Kreisen.
Ja, beim Physalis empfehle ich auch die Anzucht, ja, definitiv eigentlich schon im Februar zu starten. Wenn man da aber Ausfälle hat oder Saatgut mal nicht gekeimt hat, geht es auch noch im März. Kein Problem. Anzucht, wie bei den Chili bei mir, in einem kleinen Zimmergewächshäuschen mit einer Heizmatte, Temperaturen über 24 Grad bis 28 Grad sind ideal. Frost vertragen sie nicht, muss man hier auch wieder erwähnen. Also nach dem Eisheiligen auspflanzen und vor den ersten starken Frösten dann auch abernten. Physalis kann man natürlich auch überwintern. Ich habe aber nach wie vor bessere Erfahrungen mit den frisch gezogenen einjährigen Pflanzen gemacht. Dann bleiben wir weiter bei Nachtschattengewächsen, wofür im März dann auch höchste Eisenbahn ist, sind die Auberginen. Brauchen auch ein klein wenig länger, um richtig loszulegen in der Anzucht. Und genau wie bei den Paprika sollte man rechtzeitig loslegen, also wirklich März allerspätestens Termin, dass die Früchte auch noch ausreifen, wenn man nicht unbedingt im Gewächshaus anbaut. Der Ingwer bleibt nicht unser letzter Exot. Es geht weiter mit dem australischen Zitronenblatt. Habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre im Anbau. Ich habe sie auch schon zum Blühen gebracht. Samen konnte ich allerdings nicht davon gewinnen, aber auch eine Aussaat ist möglich. Die gängige Variante ist die Vermehrung über Stecklinge. Ich habe den Luxus, im Freundes- und Bekanntenkreis eine sehr große Pflanze zu haben, wo ich mir jederzeit Stecklinge nehmen kann. Habe ich dieses Jahr schon gemacht. Worauf sollte man achten? Die Stecklinge sollten so ja, 8 bis 15 cm lang sein. Die unteren Blätter entfernen wir, denn am Anfang will man, dass das Zitronenblatt nicht seine Energie in die Erhaltung der Blätter steckt, sondern in die Wurzelneubildung. Ja, dann kommen die in ein kleines Töpfchen mit Erde rein. Es wird feucht gemacht, ich stelle es ins Zimmergewächshaus und warte an, bis sie angewachsen sind. Und in der Regel ist jeder Steckling tatsächlich bei mir angewachsen. Auspflanzzeit ist dann auch im Mai nach dem Ausheiligen, dann werden die Pflänzchen definitiv so groß sein, wenn man ihnen auch ein größeres Töpfchen gibt. Und ja, also der zitronige Duft, wirklich immer wieder eine riesige Freude beim australischen Zitronenblatt. Mit zitronigem Duft geht es dann auch weiter, das Zitronengras. Ganz, ganz einfache Sache, wenn man beim Pflanzkauf ein, zwei Feinheiten beachtet. Ich habe einen Luxus, einen gut sortierten Asiamarkt bei mir in der Nähe zu haben. Da bekomme ich wirklich frisches, knackiges, vitales Zitronengras. Und das stelle ich dann einfach in ein kleines Glas mit Wasser, entferne vielleicht vorher noch die zwei äußeren Schichten vom Zitronengras, die angetrocknet sind, und es kommt aufs Fensterbrett, und dann warte ich ab. Und irgendwann nach ein, zwei Wochen hat man Wurzeln und kann die Pflanzen dann auch eintopfen. Wenn man jetzt in einen deutschen Supermarkt geht, wird man da öfters Zitronengras bekommen, was trocken ist oder schon ein bisschen angetrocknet. Das ist für die Vermehrung nicht mehr so ideal. Das Zitronengras oder Zitronengrasstängel fungiert ja auch ein bisschen als eine Art Speicherorgan für die spätere Pflanze. Kann natürlich auch ganz anders sein, dass ihr schon in euren Supermärkten sehr Vitales gefunden habt. Also ich habe es bisher wirklich nur im Asiamarkt gefunden, auch in der Kühlung. Aber gern eure Meinung und eure Erfahrung, vor allem wie immer, ja, unten in die Kommentare rein. Danke dafür, und wenn das Video bis dahin gefällt, würde ich mich sehr über das Däumchen nach oben freuen, ein kostenloses Abo und das Teilen des Videos. Dankeschön. Nachtschattengewächse habe ich angesprochen, Exoten habe ich angesprochen. Jetzt machen wir mal etwas, dass man auch im März tatsächlich schon im Garten dann auspflanzen kann oder auch im März aussäen kann, draußen. Und bekanntester Vertreter für die Ganzjahresaussaat sozusagen sind unsere Zwiebelgewächse, Gattung Allium. Hier haben wir mal die Lauchzwiebel. Habe ich mir dieses Jahr auch mal wieder so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, da tätig zu werden. Was man zu unseren Zwiebelgewächsen vielleicht besonders sagen sollte, wenn man sie drinnen vorzieht, die mögen es etwas kälter. Sollte man beachten, also unsere Zwiebeln jetzt nicht bei 25 Grad aussehen. Das ist nicht nötig. Dann kann man natürlich auch noch Zwiebeln stecken. Kann man prinzipiell auch so gut wie das ganze Jahr. Aber auch im März ist es sozusagen ja die Hauptperiode dafür. Wenn man es auch draußen aussäen können, auch in einem kleinen Folientunnel oder wenn man Vlies drüber legt, geht es jetzt schon super schnell und super gut. Natürlich, wenn der Boden frostfrei ist, ist der Spinat. Hier gibt es verschiedene Sorten, sollte man beachten. Es gibt Frühjahrssorten und Herbstsorten. Ich habe hier den Biospinat Verdil, das ist ein Winterriesenspinat. Habe ich aber auch schon im Frühjahr ausgesät und angebaut. Der Matador ist noch eine ganz bekannte Sorte im Bereich Spinat. Da müsst ihr wirklich selber Erfahrung machen und man ist auch wirklich von dem entsprechenden Wetter dann einfach abhängig. Also, wenn es halt im April dann schon wieder 25 Grad hat und die Sonne runterknallt, dann
wird unser Spinat vielleicht schon sehr früh in die Blüte gehen. Aber für März Spinat draußen oder auch für die Voranzucht drin, eine super tolle Sache. Beim Spinat schließen sich, wenn ich sie finde, ja, die Möhrchen an. Letztes Jahr hatte ich ja die Belgian White, eine weiße Möhrensorte. Es wurden auch ordentliche Oschis und Staatskerle, vor allem im Hochbeet, wo das Substrat so schön locker ist. Dieses Jahr probiere ich mich mal an der Sorte Black Nebula aus, eine dunkle Möhre, ein bisschen violetten Einschlag. Es gibt ja auch noch die Purple Haze und so weiter. Da spielt aber das Thema F1-Hybride natürlich wieder eine Rolle beim Saatgutkauf. Möhren, Sorten zum Beispiel wie die Gonsheimer Treib, kann man auch im Februar aussäen. Der Heiko von 1000 ein Gartentipp mit dem schwarzen Daumen, der sät sie teilweise im Dezember, November aus und überwintert die Möhren. Da ist einiges möglich. Aber jetzt im März ein sehr guter Zeitpunkt für die Aussaat der Möhren. Ein paar Sachen verbergen sich hier, die möchte ich oder darf ich euch noch gar nicht zeigen, wenn ich nicht zu viel verraten will. Aber kommt irgendwann noch alles auf dem Kanal. Habe aber ein anderes Schmankerl, was viele von euch wahrscheinlich nicht kennen. Da könnt ihr auch mal gerne einen Kommentar da lassen, wer die Pflanze kennt. Und zwar die Raupenblume. Auch jetzt Zeit für die Anzucht im März. Und ich verrate auch über die mal gar nicht so viel. Sagen wir mal so, es ist eine kleine lustige Pflanze, die Früchte ausbildet, die wie zusammengerollte Raupen aussehen. Und die sind essbar, haben einen leicht nussigen Geschmack. Und es macht sich im Salat ganz gut, also ist ein schönes Highlight. Und ein, zwei Leute sind auch schon mal kurz drauf reingefallen. Was ist das? Ist da eine Raupe im Salat? Nee, keine, sondern die Raupenblume. Relativ unspektakulär geht es mal weiter. Den möchte ich noch einschieben, den Sellerie. Egal ob Knollensellerie oder Stangensellerie. Für Knollensellerie definitiv im Januar schon Zeit für die Anzucht. Also im März dann, ja, allerletzte Chance dafür für einen Sellerie. Beim Sellerie, gebe ich zu, kaufe ich meist eher die vorgezogenen Pflanzen. Es ist einiges an Aufwand und nicht das allerleichteste Gewächs für die Jungpflanzenanzucht. Dennoch gilt, Versuch macht schlau und es schließt sich bei der nächsten Pflanze an, eine Leguminose, verwandt mit den Bohnen, ja, unsere Erdnuss. Die Erdnuss habe ich im Vorgarten schon angebaut, einem ganz sonnigen Standort und tatsächlich mit einer Ernte, die ich so bisher auf YouTube auch noch nirgendwo anders gesehen habe. Bilde ich mir nichts drauf ein, die Erklärung kommt gleich, warum ich das erwähnt habe. Also Erdnuss könnt ihr sehr gern anbauen, macht Spaß, toll zum Ausprobieren, aber erwartet bitte erntemäßig nicht zu viel. Ich würde es heute nicht nochmal probieren oder ich werde es auch nicht nochmal probieren, denn wir müssen die Ernte sauber machen. Die Ernte per se ist erstmal ziemlich kompliziert und dann müssen wir die auch noch trocknen und so weiter und so fort. Von der Menge her war es jetzt nicht so ergiebig bei meiner großen Ernte. Dafür haben die Erdnusspflanzen aber doch einiges an Platz eingenommen. Dennoch, jetzt im März gilt es, Anzucht mit Erdnüssen. Dafür könnt ihr nicht gekaufte, geröstete Erdnüsse nehmen. Dafür braucht ihr unbehandelte, frische Erdnüsse. Ein wärmeliebendes und mediterranes Gewächs, was bei uns oder bei mir sehr gut funktioniert, ist die Artischocke. Da habe ich ja einiges an Saatgut wieder rumgeschickt und es ist wirklich jedes Jahr auch in der Nachbarschaft bei uns immer wieder eine Riesenfreude, wenn die Artischocken blühen. Was da an Bienchen unterwegs ist, ist sowieso der Wahnsinn und die Pflanzen sind einfach imposant und machen was her. In einem milden Winter hat man die Chance, dass die Artischocke auch tatsächlich ihre Blätter einfach ja, draußen stehen lässt und nicht komplett zurückführt, friert. Und dann kann man auch mit einem früheren Erntezeitpunkt letztendlich rechnen, weil sie schon mal einen kleinen Vorsprung hat. Ja, die Ernte ist eine stachelige Sache, genau auch wie die Anzucht, aber Artischocke, eine Pflanze, ein Distelgewächs, was ich auf jeden Fall in mein Herz geschlossen habe und mir ganz viel Freude im Garten bereitet. Die Ernte im ersten Jahr ist eher die Ausnahme von der Regel. Wenn man aber eine haben will, sollte man im März anfangen mit der Anzucht, beziehungsweise wenn man die Chance haben will auf die Ernte. Man kann die Artischocken auch durchaus noch im Juni oder Juli oder auch August tatsächlich vorziehen und die kleinen Pflänzchen raussetzen. Aber dann gibt es selbsterklärend natürlich keine Ernte mehr im gleichen Jahr. Spitzkohl, Blumenkohl früh, was haben wir noch? Da geht noch mehr. Brokkoli, Wirsing, kann man noch ein paar nennen. Ich sage einfach mal Kohl. Was man beim Kohl jetzt beachten sollte, man hat es ja hier beim Blumenkohl,
eine Sorte, die für den Frühjahrsanbau oder frühen Sommeranbau geeignet ist. Der Bio-Blumenkohl Neckarperle ist es zum Beispiel. Den haben wir hier. Grünkohl oder Rosenkohl oder auch den Palmkohl Nero di Toscana, die würde ich erst später aussehen, dann sage ich mal im Mai oder Anfang Juni für den Überwinterungsanbau. Aber jetzt im März, definitiv Zeit, definitiv möglich. Da schließt sich auch Kohlrabi an, da hätten wir auch schon im Februar starten können. Das einzige Problem, was man da ein bisschen bei der Anzucht haben, ist wieder das Licht. Da müsste man dann schon eine zusätzliche Lichtquelle verwenden, dass die Pflänzchen nicht vergeilen und in die Höhe schießen. Die sollen ja auch schön kompakt bleiben und später auch kompakt im Wuchs werden, unsere Kohlpflanzen. Ja, beim Auspflanzen habe ich ja letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon Versuche gemacht. Da habe ich einfach frisch gekaufte Pflanzen, Kohlpflanzen direkt ausgesetzt, um mal zu gucken, ob die Anpassung klappt und so weiter. Kohlpflanzen in der Regel sehr robuste Gewächse, aber der Pflanzzeitpunkt definitiv zu beachten. Der richtige Zeitpunkt führt uns zum nächsten Gewächs und das ist die rote Beete. Ich sehe die in der Regel im April einfach draußen ins Freiland aus. Läuft immer, hat sich bewährt, macht Opa Jahrzehnte schon so. Allerdings kenne ich da Leute, die machen das ganz anders. Und zwar das Team vom Garten-Gemüse-Kiosk. Hier startet die Aussaat tatsächlich manchmal sogar schon Ende Januar, geht aber auch noch natürlich dann im März. Ja, die rote Beete wird vorgezogen, wird dann mal ins Hochbeet gepflanzt oder auch ins Gewächshaus, immer ein klein wenig geschützt. Und die ernten dann schon im Mai, Ende Mai, Anfang Juni teilweise solche Kaventsmänner von Rote Beete. Begeistert mich wirklich immer wieder aufs Neue. Sortenempfehlung Rote Beete, Rote Kugel 2 oder Robuschka gefällt uns sehr gut. Von diesen länglichen Sorten wie der Erfurter Lange und so weiter halte ich nicht so viel, weil ja bei der Ernte man hat das Problem, dass sie eben dann doch mal abbrechen, wenn man nicht einen ganz, ganz lockeren Boden hat, der ja in mehrere Zentimeter Tiefe, also bis zu 40 oder 50 Zentimeter Tiefe, dann locker ist. Geschmacklich gibt es da natürlich auch Unterschiede zwischen den Sorten, aber wie gesagt, wir fahren mit Robuschka oder Rote Kugel 2 ganz gut. Und weiter geht's mit den Salaten. Ja, Salat auch definitiv das ganze Jahr für die Aussaat geeignet, wenn man die richtige Sorte hat. Also Feldsalat, klar, eher für den Winter und gewisse andere dann für den Sommer-, Herbst- oder Frühjahrsanbau. Kopfsalat, ganz klassisch, Bataviasalat, verschiedene Pflücksalate, Lollo Rosso, Lollo Bionda und so weiter, kennt man. Ich habe mich dieses Jahr mal für ein paar besondere Sorten entschieden, die man vielleicht nicht unbedingt kennt. Die eine heißt Salat Waldmanns Green. Und hier haben wir Salat Amish Deertongue, also amische Rehzunge. Geht wahrscheinlich auch in die Richtung Ochsenzunge. Da hatte ich schon mehrere Variationen davon. Ganz tolle Salate, schön fleischige Blätter. Was sollte man beim Salat beachten? Auch genug Licht, dass die Jungpflänzchen nicht vergeilen. Vielleicht mal ein bisschen da rumspielen mit den Händen, den Wind imitieren. Und vor allem auch nicht 5 cm tiefes Loch machen und da einen Salatsamen rein. Salat gehört zu den Lichtkeimern. Das bedeutet nicht, dass der absolut oben aufliegen muss. Ja, der kann auch mit ein bisschen Erde berieselt oder bedeckt werden. Wir wollen ja auch, dass das Saatgut feucht bleibt und keimen kann. Und auch den Salat ein bisschen kälter stellen als jetzt unsere Tomaten, Physalis und so weiter. Salat führt uns zu Kräutern irgendwie. Ja, doch. Was habe ich in der Hand? Griechisches Buschbasilikum. Wir haben hier ein Basilikum Red Lettuce Leaf, also rote Salatblätter Basilikum und hier haben wir ein Apfelbasilikum. Ja, hier wird dies ja auch mal wieder sortentechnisch ein klein wenig rumgespielt. Basilikum müssten wir nicht unbedingt aussehen. Wir können ja auch ein Supermarktbasilikum retten, habe ich auch ein extra Video dazu gemacht. Da haben wir wieder die Vermehrung dann über Stecklinge. Und ja, Supermarktbasilikum läuft super gut, auch im Winter, wenn man nicht ganz so viel Licht drin hat. Einfach halt schauen, dass die genug Platz haben und neue Erde geben und Stecklinge schneiden, Wurzeln lassen, Pflanzen so auftrennen. Egal wie man es macht, Basilikum läuft. Aber jetzt in der Aussaat, wenn wir schöne Pflanzen haben wollen, die vielleicht sogar auch noch in die Blüte gehen, freuen die Bienchen sich sehr, dann Basilikum-Aussaat jetzt im März auf jeden Fall möglich. Und das auch ohne Zusatzbeleuchtung, Heizmatte oder sonst was geht an einem, verdammt, wie heißt es denn? Ja, Fenster.
an einem hellen Fenster, besten Richtung Westen oder Süden. Mehr Kräuter. Unsere Minze treibt draußen aus, Ende Februar, Anfang März. Und das ist das Zeichen für mich auch in der Anzucht, wenn ich Minze mal aussäen will, jetzt kann es losgehen. Ansonsten kann ich mir dann auch natürlich im März von meiner ausgetriebenen Minze Stecklinge schneiden, die bewurzeln, die einpflanzen. Oder man nimmt welche der unterirdischen Ausläufer und Rhizome, sticht die gerade aus, macht sie einfach in ein neues Töpfchen oder an einen anderen Standort. Die Minze wird anwachsen und es einem danken. Sollte man dann natürlich aber machen, wenn die Pflanzen dann dementsprechend in Saft sind. Also nicht im Winter, wenn 15 cm, 30, 50 cm Schnee liegen. Ist aber, denke ich, relativ selbsterklärend. Jetzt muss ich mal kurz spicken, ob wir was vergessen haben. Sieht aber ganz gut aus. Ja, okay, da haben wir eins. Kürbisgewächse. Kürbis und Gurken sehe ich erst im April aus, weil ich kein Gewächshaus habe, wo ich sie dann ja, früher auspflanzen kann. Weil wenn die mal im Wachstum sind, geht es ordentlich schnell. Aber gewisse Melonen, auch Wassermelonen, die oder andere Gewächse, wie zum Beispiel unsere Luffergurke, die können wir dann Mitte, Ende März aussehen. Falls auch was schief geht in der Anzucht, lohnt sich das dann, ja, was Früheres zu machen. Denn wenn wir die Melonen erst Ende Mai aussehen würden, wird es in Deutschland nichts mehr mit der Ernte. Wir müssen gucken, dass unsere Vegetationsperiode, die sie haben, lang genug ist. Ja, da haben wir so eine Sache, die möchte ich euch noch nicht zeigen, das erzähle ich noch nicht. Ist mir aber noch was eingefallen, sehen wir natürlich hier unsere Radieschen, unser Allrounder im Garten und Anfängergemüse. Hier habe ich sogar eine Radieschensorte, die heißt 28 Tage Radieschen. Ja, ich sag mal von Februar bis September die Aussaat, kein Problem. Im Sommer haben wir ab und zu das Problemchen mit dem Vergeilen oder dass sie dann in die Blüte gehen oder dass es auch vielleicht zu trocken ist. Also die beste Radieschenerfahrung mache ich, wenn ich sie im März aussehe oder im August und September dann. Und bei den Radieschen schließt sich auch noch was an, das darf ich nicht vergessen. Hier haben wir den Mizuna, ein Vertreter unserer Asiasalate. Da gibt es auch noch den Red Giant, den ich ganz spannend finde. Und unsere Asiasalate sind auch sehr kältetolerant, sehr spätfrosttolerant. Ist eine Sache, die können wir vorziehen, könnten wir aber auch. Und da war der Akku leer. Ich wollte sagen, ohne Probleme ins Freiland auszählen oder eben daheim vorziehen und dann auspflanzen. So, das war's zum Thema Aussaat, Pflanzen, Jungpflanzenanzucht im März. Was ist möglich? Wenn das Video euch gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen. Mir ist bewusst, dass ich da noch hätte wesentlich mehr nennen können, aber das überlasse ich ganz gern euch unten in den Kommentaren. Vielleicht ist ja auch was Neues dabei, was noch ich gar nicht kenne. Ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen Hang und Neigung ja, für exotische Sachen oder sagen wir mal Sachen, die man nicht unbedingt in jedem Garten hier finden kann. An der Stelle gibt es noch zu sagen, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!